Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing-Video von mir, denn ich möchte gemeinsam mit euch dieses richtig tolle Set Kaffeepause öffnen und aufbauen. Also viel Spaß und los geht's! Ja, hier könnt ihr jetzt auch schon das Set sehen. Also dieses Set hat die Nummer 70593. Und da kann man auf jeden Fall schon mal hier so eine richtig schick gekleidete Frau sehen. Außerdem gibt es hier noch ein Mädchen und ich mag ihren Rock voll. Und dann gibt es natürlich noch einen Kellner. Und auf der Rückseite können wir dann noch die ganzen Einzelteile sehen. Also da gibt es auf jeden Fall hier schon mal diesen einen Tisch und diese zwei Stühle. Außerdem sind dann eben noch hier diese drei Personen und dann gibt es auch noch diese Pflanzen. Aber ich würde sagen, wir machen das Set jetzt mal auf und dann können wir es auch schon sofort aufbauen. Tada! Hier sind jetzt die ganzen Tüten und ich würde sagen, ich mache mal die ganzen Tüten auf und dann können wir auch schon loslegen. Ja, hier sind jetzt die ganzen Einzelteile. Also wie ihr seht, es gibt sehr viele Einzelteile. Aber zuallererst fangen wir dann mal mit den Pflanzen an. Dafür brauchen wir diese Blumentöpfe. Außerdem brauchen wir dann auch noch Erde. Und natürlich eben diese Pflanzen. Und zuallererst kommen dann die Erden hier rein. Und diese zwei kürzeren Pflanzen kommen dann hier rechts und links rein. Als nächstes kommen dann diese größeren Pflanzen hier ebenfalls rechts und links rein. Ja, das ist überhaupt nicht einfach. Also die gucken hier auch ein bisschen raus. Kann man nicht ganz in diese Löcher reinmachen. Aber egal, das ist nicht so schlimm. Und zum Schluss gibt es dann diese dunklere Pflanze. Die kommt dann hier in die Mitte. Wow, das sieht schon ziemlich schön aus. Und als nächstes ist dann diese andere Pflanze an der Reihe. Da brauchen wir erstmal zwei kleine weiße Blumen. Also das hier brauchen wir erstmal. Und diese weißen Blumen, die kommen dann hier erstmal drauf. So, die eine Blume ist fertig. Und die andere auch. Die beiden kommen dann in diese kleineren Löcher rein. Oh, richtig schön. Und jetzt gibt es zum Schluss noch eine größere Blume. Dafür brauchen wir dann diese beiden Teile und auch noch diese pinken Blumen. Dann kommen erstmal diese Blumen hier drauf. Das Ganze kommt dann hier rein und das dann hier rein. Wow, wie schön! Und das kommt dann eben noch hier in dieses größte Loch rein. Als nächstes sind dann die Figuren an der Reihe. Da haben wir dann diese Frau hier. Sie trägt hier so ein gelbes Top und dann auch noch eine pinke Shorts. Dann haben wir noch das Mädchen. Ja, sie trägt richtig schöne pinke Ballerinas und das sieht eigentlich schon ein bisschen wie ein Badeanzug aus. Sieht aber auch sehr schön aus. Und dann haben wir noch den Kellner. Der hat hier auch noch eine Schleife und ja, ein weißes Hemd und so eine blaue Weste. Die Frau bekommt als erstes hier diesen gelben Rock. So sieht das aus. Also man sieht zwar noch, dass sie eine Shorts trägt, aber das sieht auch ziemlich cool aus. Ach ja, erstmal sollten wir da so einen Sticker auf den Rock aufkleben. Also diesen hier, damit es dann wie ein Gürtel aussieht. Gut, das machen wir dann jetzt mal. Tada! So sieht der Rock jetzt aus. Also mit dem Gürtel ist es auf jeden Fall viel, viel schöner. Und als nächstes bekommt dann die Frau noch diese zwei Armbänder. Die sind rosa, also eigentlich passen sie dann ziemlich gut zu ihrem Outfit. So sieht es jetzt aus. Also ich finde, das sieht schon ziemlich schick aus, hier mit diesen beiden Armbändern. Und dann hat sie auch noch richtig schöne Sandalen. Die sind ebenfalls rosa und auch aus Silikon oder so.
Und da vorne haben sie auch noch so eine Schleife. Ich finde die richtig schön. Die darf sie jetzt natürlich auch anziehen. Wow, ist es nicht toll? Als nächstes ist dann das Mädchen an der Reihe. Sie bekommt dann diesen pinken Rock. Den darf sie jetzt auch anziehen. Dann bekommt sie hier auch noch so ein Armband. Das hier ist jetzt blau. Als nächstes sind dann die Taschen an der Reihe. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal diese pinke Tasche. Und dann auch noch eine etwas größere, die gelb ist. Die bekommt dann hier auch noch einen Sticker. Und außerdem bekommen sie dann auch noch diese weißen Bänder. So, jetzt seht ihr auch noch die Taschen mit den Stickern. Und da sind auch schon diese Bänder. Komm einfach hier so an. Die erste Tasche ist jetzt schon fertig. Die zweite auch fast. Jetzt kommt noch dieses eine Herz da an die Tasche dran, in dieses kleine Loch. Und diese Tasche ist jetzt auch fertig. Dann gibt es hier noch diese kleine Tasche. Die ist rosa und hat hier auch so ein Herz mit Flügeln. Das ist dann die Tasche vom Mädchen. Die darf sie dann natürlich auch tragen. So. Und die Mutter hat auch eine Tasche, nämlich diese pinke hier. Als nächstes ist dann der Tisch an der Reihe. Dafür brauchen wir dann diese rosa Platte und auch noch das hier. Die Platte kommt dann einfach hier so drauf. Und schon ist er fertig. Also ich finde dieses Zartrosa richtig schön. Außerdem gibt es dann auch noch diese beiden Stühle. Die sind auch schön zartrosa. Und dann gibt es noch einen Hund. Ist wahrscheinlich so ein Chihuahua. Der bekommt dann hier diese schwarze Hundeleine. Und dann gibt es auch noch das hier. Ich glaube, das ist auch so wie ein Haarreif oder so. Die Frau darf das dann hier tragen. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Außerdem gibt es dann hier auch noch ein Erdbeereis. Also da haben wir auf jeden Fall die Waffel und auch noch 5 Kugeln Eis. Uiuiui, das ist sehr viel. Und es gibt auch noch so einen Muffin. Ja, kann auch sein, dass es ein Erdbeermuffin ist. Dann gibt es hier noch so ein Tablett. Also das trägt dann der Kellner natürlich, weil da werden dann noch die ganzen Getränke und Speisen oder so sein. Also zum Beispiel kann er jetzt diesen Muffin tragen. Außerdem gibt es dann auch noch diese Tasse hier. Die Mama hat sich vielleicht einen Kaffee oder so bestellt. Dann gibt es auch noch hier diesen einen blauen Teller. Eben dieses Eis. Und außerdem gibt es dann auch noch diese goldene Haarbürste und noch so einen Lippenstift. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch hier so eine Karte. Das ist wahrscheinlich die Speisekarte. Da kommt jetzt auch dieser Sticker drauf. Tada, so sieht die Karte aus. Also hier vorne haben wir auch so einen Kaffee. Und hier auf der Rückseite sind dann auch noch ein paar Muffins und Eis. Und ja, sieht richtig schön aus. Ich würde sagen, ich mache das jetzt noch ein bisschen schön und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht es jetzt aus. Also die Mutter und die Tochter waren wahrscheinlich schön shoppen. Da haben sie auch schon ein paar Sachen eingekauft. Und ja, ihr Hund war auch noch mit dabei. Und jetzt haben sie sich hier so im Café hingesetzt, wollen eine kleine Pause machen und auch was Süßes essen. Und der Kellner bringt denen auch schon einen Muffin und einen Kaffee. Also ich finde dieses Set richtig toll. Mir gefallen die Farben sehr gut, aber auch vor allem die Sandalen oder auch diese Haarreif und auch diese Tasche da vom Mädchen. Und dieses Set kann man auch super gut mit dem Café kombinieren. Falls ihr euch das Unboxing-Video vom Kaffee noch nicht angeschaut habt, dann könnt ihr es gerne noch machen. Und ja, ich finde diese Kaffeepause richtig toll. Ja Leute, das war's jetzt im Video. Also ich finde dieses Set richtig toll. Mir gefallen die Farben so gut und ich habe jetzt
voll Lust auf einen leckeren Muffin. Ich hoffe aber natürlich auch sehr, dass euch dieses Video und auch dieses Set gefallen haben. Dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das sehen können. Und abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt dann auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!